Hallo Sportsfreunde! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Der 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Mugambe Bundesliga am 28.11.2012. Ja, gegen den Tabellenletzten. Gegen den Tabellenletzten geht's, gegen den 1. FC Nürnberg. Und das wird auf jeden Fall ein spaßiges Spiel. Ich hoffe, die können sich nicht gegen uns behaupten, aber wir müssen natürlich den 1. FC Mugambe loben. Oder ja, sollen wir motivieren? Nee, ruhig loben. Nach wir drei Siegen in Folge, drei souveränen Siegen. Also Nürnberg schlecht reden, glaube ich, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Das wissen die selbst, dass sie nicht die Besten sind. Und ja. Mugambe hat wirklich ein Lob verdient. Ja, die anderen haben schon gespielt, sehe ich da gerade. Da sind schon ein paar Spiele gelaufen. Können wir vielleicht mal uns Können wir mal einen Blick auf die Tabelle werfen, ne? Im Vorfeld der Partie mal informieren. Inwiefern uns da denn drei Punkte weiterhelfen würden. So, da sehen wir... Ach, wir haben uns einen Platz verbessert, ohne gespielt zu haben, weil Schalke verloren hat und deshalb eine schlechtere Tordifferenz hat als Stuttgart wir. Und Stuttgart hat auch... Ah, ne, Stuttgart hat noch nicht gespielt. Ich dachte, Stuttgart wäre da auch vorne dabei. Hä? Was ist denn da passiert mit der Tabelle? Komische Spielkonstellation. Hannover hat schon gewonnen. Ah, Hannover hat gewonnen. Ja, das ist es auch. Platz 4 vor. Ja, jetzt verstehe ich. Wahrscheinlich gegen Schalke. Und Stuttgart hat 13. Alles klar, ich verstehe. Alles klar? Super. Ja, können wir mit leben, oder? Der Positionierung. Ist eine super Ausgangsposition. Wenn wir jetzt Nürnberg schlagen, haben wir natürlich gut Punkte gemacht. Und dann können wir weiter ranrücken nach vorne. Um die UEFA-Plätze geht es ja mindestens, beziehungsweise Champions-League-Plätze. Das ist ja unser Ziel, liebe Sportsfreunde da draußen. So, 1. FC Nürnberg gegen die 1. FC Mugambe. Ich finde die Trikots beide irgendwie so dunkel. Ja, würdest du nochmal ändern? Ich würde es ändern, ja. Spielen wir heute mal anders, komm, oder? Ja, spielen wir ruhig mal in... Weiß. Weiß, genau. Genau, spielen wir mal so. Zur Abwechslung. Sieht ein bisschen aus wie die Nationalmannschaft, ne? Ja, hat was davon, hat was davon. So, kurz, Bundesliga. Im Odromo spielen wir, typisch. Ah, klar. Kennt man ja aus Nürnberg. 28. November 2012, Anstoß 20 Uhr. Schiedsrichter ist Torius Locken. Ja, ist auf jeden Fall ein Skandinavier. Wahrscheinlich ein Däne. Ja, genau. Profi, weil der letzte Däne war, ne? Profi 6 Minuten und bewölkt. Ich zieh direkt durch. Nürnberg mit Rakowski im Tor, davor Chandler, Marcus Antonio, Pinola, Plattenhardt, Simons, Balic, Gebhardt, Mike Franz? Ist das Mike Franz oder wer soll das sein? Kiyotake und Peckert. Naja, müssen wir uns jetzt nicht vorfürchten, wenn wir gegen Kiesling und Co. gewonnen haben. Nee, eigentlich nicht. Also, und beim 1. FC Mugambe, da treten wir eh und je an. Gronk, Frittchen, Commander Krieger, Hans Saper, Rahmschnitzel, Timbo, Zombie, Lux, Linky, Hugo und Alberto Son und natürlich der Sergeant Rumpel. Saraza müsste jetzt aber eigentlich wieder fit sein, oder? Der müsste ja eigentlich wieder ganz sein. Seine Knieverletzung, das Überdrehte, dürfte ja eigentlich wieder Geschichte sein. Ich würde sagen, ja, wir müssen ihn auf jeden Fall als Rechtsstürmer haben. Ich wechsle mal Alberto. Tun wir mal auf links, oder? Können wir gerne probieren. Und dann machen wir Saraza mal wieder rein hier. Wo ist er, der Gute? Da ist er doch, hier. Kann sich auch kaum verbessern, leider, weil er immer wieder ausfällt, ne? Ist ein bisschen schade. Ja, ist auch immer wieder schwer, in den Rhythmus zu kommen, in die Mannschaft reinzufinden. Ja, ist ein bisschen schade auf jeden Fall. So, was haben wir hier noch? Können noch mal die Form abchecken, der Spieler. Oh, ist meine Taste hier. Link ist ein bisschen geschwächt. Den sollten wir vielleicht mal rausholen und vielleicht als Abwehralternative. Und Pete rein? Pete rein, ne? Mhm. Obwohl ich da fast lieber eher Juga sehe, so im Wechsel. Weil der ist eigentlich linkes Mittelfeld, Juga. Mhm. Und Pete eigentlich offensives. Wo steht Timbo? Timbo steht hier. Mhm. Rechts. Mhm. Können natürlich auch Pete und Timbo wechseln. Wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Kann man auch mal versuchen. Und Timbo mittlerweile auf einer 82, der sich sehr stark verbessert hat. Das wäre eigentlich eine gute Mission. Obwohl Timbo ist schneller als Pete. Ich glaube, Pete ist in der Mitte besser aufgehoben. Mhm. Ganz ehrlich, weil Timbo rennt lieber über außen ein bisschen was. Ich glaube, das ist schon strategisch besser so. So, wollen wir endlich loslegen, würde ich sagen, ne? Oder? Ja, aber willst du noch irgendwas anmerken? Nee, nee, das war's. Lukas Podolski nicht dabei heute. Nee, leider nicht. Haben wir über das Tor Lukas schon geredet? Lukas Podolski! Ja, haben wir im letzten Spiel gemacht, oder? Ja, haben wir schon drüber geredet. Ja, genau. Traumtor. Ja. Guckt euch gerne alle nochmal an, was der Poldi da gegen Montpellier für einen schönen Volley-Kracher. Also, naja. So, Scout-Bericht. Ne? Scout-Bericht. Du oder ich? Ja, mach du das ruhig, ich alter ruhig? Scout. Okay, letzten drei Ergebnisse. 1-0 Sieg gegen Fürth. Immerhin, drei Punkte. 0-2 Niederlage gegen Augsburg und 1-3 gegen Wolfsburg. Ja, ein aufsteigender Trend ist es jetzt nicht unbedingt bei Nürnberg. Nee, eigentlich muss man ganz klar sagen, hätten wir Nürnberg schlagen müssen. Also müssen schlagen, in dem Fall. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Weil ich will den Mund nicht zu voll nehmen. Nee, wir sind natürlich jetzt im Moment in so einem Höhenflug. Ja. Haben natürlich viele Spiele gewonnen, aber nicht, dass uns da ein Ausrutscher genau, passiert. Genau, das Problem ist einfach, wir haben uns auch schon einige Fauxpas erlaubt. Huch. Was ja, stark, mach schnell weiter. Ich habe mir den Text ja nicht durchgelesen.
Ja. Ach, da muss das irgendwas, muss ich mal selber lesen. Aber ich finde diese Vorbereitungsspiele eh überflüssig, denn ich will ja das richtige Spiel sehen. Die Fußball-Bundesliga, da sind wir heute wieder bei der virtuellen Bundesliga. Erste FC Nürnberg gegen den ersten FC Mugamba. Das wird ein spaßiges Match, oder lieber Timo? Ja, interessantes Match. Nürnberg steht natürlich mit dem Rücken zur Wand. Die müssen den Dreier holen, um da unten nicht ganz, ganz tief einzusacken und kaum noch da unten rauszukommen. Und wir wollen natürlich auch weiter nach oben schauen. Wir haben 9 Punkte in Folge souverän geholt mit einem 2-0-4-1-3-1. Mhm. Ja, also ganz, wenn man ehrlich ist, ist ein Punkt zu wenig in Nürnberg. Da hast du absolut recht. Da hast du einfach absolut recht und da kann ich dir wieder mal nur zustimmen, könnte man auch so sagen. Ne? Nürnberg, nicht unbedingt die schönsten Trikots, finde ich. Nee, finde ich auch nicht. Nee, gefallen mir nicht. Gefallen mir absolut nicht, finde ich. Aber hier ein Frittchen-Imitator habe ich da gesehen von der Haarfarbe. Was? Ja. Wie bitte? Fuchs? Der Farbton Fuchs? Ja. Oh, der kommt aus Norwegen, der gute Herr Löken. Ah, Norwegen. Hat bestimmt Locken auch, wie der Frittchen. Deswegen sagst du das, ne? Ah, du Heiliger. Naja, hier wird nochmal die Münze geworfen. Was würdest du nehmen? Ball oder Seite? Kopf. Ball oder Seite ist geil. Seite. Immer auf der Seite stehen bleiben, wo man die eigenen Fans im Rücken hat, damit man in der zweiten Halbzeit auf seine Fans hinspielen kann und da Tore schießen kann. Dortmund oben hat die Bayern übrigens. Hä? Ach, Dortmund ist die ganze Zeit schon vor Bayern scheinbar. Ja, ja, natürlich. Wo hast du die Tomaten auf den Augen, wenn wir auf die Tabelle blicken? Ich dachte immer, die Bayern wären in Führung noch. Bayern noch sehr gute Leistung, aber nicht so gut wie die Dortmunder, erstaunlicherweise. Dortmund spielt sich hier auch sehr fidel in diesem Spiel, in FIFA 13. Haben auch schon 36 Punkte. Sie haben gerade mal 20. Gibt mir zu denken ein bisschen. Also die zu überholen wird natürlich nahezu utopisch. Da müssen wir eigentlich jedes Spiel zu gewinnen. Aber wir wisst ja, auch in den Saisons davor mit FIFA 11, FIFA 12, wir sind eine Mannschaft, die den Spaß am Spiel liebt. Eine Mannschaft der Herzen. Ein Team der Herzen, ne? Ja, total. Total. Eigentlich sollten wir auch statt so einem sollten eigentlich ein Herz im Logo haben. Einfach nur ein Herz. Ja, wir kämpfen einfach wie die Löwen. Ja? Ja. So, los geht's mit dem Spiel. 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Mugamba. Weiß ist aber ungewohnt. Ja, ziemlich ungewohnt. So kann ich nicht spielen. Wer hatte denn die Idee? Denk dran, wir spielen auf sicher. Wir dürfen Nürnberg nicht unterschätzen. Aber irgendwie schick, dieses Weiß. Ja, hat was. Ich finde unsere Trikots eh recht schick. Ja, oh nein. Ja, ich hatte schon. Ah, schade. Es war eine Millisekunde, die gefehlt hat. Millisekunde. Und dann hätte man dann zum guten Torabschluss kommen können. Albertosson. Wow. Unser Freund. Nix da, mit dem Karate-Jump. Macht sich da ein Sapai bereit. Rahmschnitzel. In Nürnberg hier. Ziggy, die Zagge, Hühnerkacke. Kennst du das? Mhm. Ruhig nochmal über außen. Oh, warte. Ja, in der Mitte wird es immer sehr eng. Oh, schade. Schade. Die Nürnberger stehen da ziemlich kompakt hinten. Ja, aber wir bedrängen die, wir kriegen das hin. Das sind Chancen natürlich, die hätte man schon für uns nutzen können, aber die Nürnberger kriegen so viel nicht gebacken im Moment. Geht die Linie lang? Ja. Ah, nee, es wird leider nichts. Pass nochmal nach außen hier. Sicher, sicher. Super Chance, super Chance. Super Chance. Oh, schade. Hätte ich lieber gelupft, wa? Ah, fraglich. War eine harte Ecke. Kann ich nicht sagen als Fußballexperte. Was sagen denn die Zuschauer zu dieser Situation? Vielleicht lieber lupfen und sowas? Der Timo wird halt selbstverständlich alles recherchieren. Alter. Nix da. Fridolin Schlömpel. Ach so, das bin ja ich? Ja. Ich war gerade voll durch den Wind. Hallo? Oh mein Gott. Es war mein Fehler. Es war einfach mein Fehler, weil ich gerade eben irgendwie die Spieler vertauscht hatte. So schnell kann das gehen. 13. Minute, wie gegen Leverkusen, wo Leverkusen der Favorit war. Ah, das will ich gar nicht sehen nochmal. Das ist ja eine Unverschämtheit. So, jetzt muss ich mich natürlich anstrengen. Also das war mein Fehler, den nehme ich auf meine Kappe, absolut. Ich war verträumt hier am Langwiesel. Gucke mir gerade so die Minimap ab. Ich denke, wieso läuft Zombie gegen den Gegenspieler? Ja. Warum tut er das Blues? Oh, da wollte ich nicht hin. Mann, was ist denn mit dem Sarazar los heute? Hat doch die letzten Spiele so gut gespielt. Und jetzt 1-0 für Nürnberg. Was ist denn nur mit dem Sarazar los? Wie war das extra ein bisschen spannender, weißt du? Ja, wie so oft. So, jetzt aber mal hier. Ah, gut gerettet, Alter. Nochmal zurück mit der Pille.
Wohin? Ja, also irgendwie ist der Wurm drin heute. Läuft nicht so richtig gegen Nürnberg. Und der Einwurf. Wo läuft der denn? Interessant, interessant, interessant. Das ist aber eine gute Möglichkeit für uns. Ich probiere mal zum Passspiel zu rennen. Ach, Heiliger. Alter, interessante Versuche hier. Oh. Das ist nicht ungefährlich, was sie hier machen, die Nürnberger. Das ist nicht ungefährlich. Schön. Timbo war das. Aber ich habe immer noch das 1:0 zu verschmerzen. Das geht mir nicht so leicht aus dem Knochen. Man kann ja Fehler machen, aber das ist bitter. Boah, der ist viel hier, zu langsam hier gerade. Ey, ja, dann mach. Warte. Oh nein. Oh Mann, wir sind so blöd. Vor allem ich. Beide nicht in Topform heute. Bei diesem Spiel hier, bei dem wichtigen Spiel, wo es um wichtige Punkte geht. Mein Gott, 1:0 für Nürnberg, das kann nicht wahr sein. Natürlich ist dann noch nicht aller Tage Abend. Bayern führt in Freiburg. 1:0. Oh, gut für die Bayern, schlecht für uns. Und das kann eine gefährliche Sache ergeben. Ich muss in der Mitte bleiben. Nein, nicht dahin rennen. Alter, jetzt habe ich das Speed verloren. Nein! Boah, Glück. Alter, was ist nur los mit dem 1. FC Mugambe? Eine Mannschaft, die noch so vor. Oh, den Musser rein. Den Musser machen. Ohne gibt's jeden gar Zweifel. Kurz gibt's oder? Überhaupt nichts. Ja, ich würde sagen. Warte, komm so. Ach, interessante Finte von Gronkh, dem Torhüter des 1. FC Mugambe. Aber es bleibt spannend, liebe Sportfreunde. 1:0 immer noch für Nürnberg. Doch noch ist, wie gesagt, nicht aller Tage Abend. Wenig Lücken. In der Defensive steht Nürnberg verdammt gut gestaffelt, meiner Meinung nach. Oh mein Gott. Das war ein schlechtes Ding. Aber der Ball bleibt heiß. Zombie. Mit der 66. Eigentlich mit der 666, aber die ging natürlich nicht. Oh, das war ein ganz, ganz schwacher Pass. Das Spiel lebt von schwachen Pässen heute. So, jetzt aber hier. Dalli. Was? Ja, sah mir auch sehr kurios aus. Aber. So, jetzt aber. Komm. 32. Minute, bisher sehr schlechte Forschung des 1. FC Mugambe. Die Jungs finden nicht die Kontrolle des Spiels. Oh Mann, Fehler noch und nöcher. Fehlpässe. Schiedsrichter, die den Ball springen wollen. Unbedingt, um jeden Preis. Ablaufen lassen. Ablaufen lassen. Wer kommt direkt zu dir nach unten? Oder nicht? Hat er eigentlich schon gedrückt, aber hat er nochmal abtropfen lassen. Auswringen und abtropfen, das ist jetzt die Devise. So, komm. Ja. Bleibt da der Bursche, Alter. Oh, schön umgang. Da steht auch wer, theoretisch. Nein. Aber der Pass kam ein bisschen zu steil, war eine schöne Idee. Leider ging es daneben. Oh. Ja, da hatte ich schon geahnt, aber... Also das muss ein Sieg werden, Leute. Wir müssen was ist denn hier? Das war doch vom Trainer geschossen. Der verdient eine rote Karte. Oh, oh nein. Da stand ich an der Außenlinie. Oh. Oh nein. Oh nein, was ist los, Alter? 41. Titsch da das Bällchen. Da muss ich die offensiven Spieler. Schön. Alberto. Musste direkt machen. Der hat schon wieder so krass an Geschwindigkeit verloren. Wohin denn? Oh. Ist egal, war gut gedacht eigentlich. Weiter so. Müssen ein bisschen wieder ein Spiel finden einfach gerade. Oh, schön. Einsatz. Viel gestört, so muss es laufen. Beim 1. FC Mugambe. Vom Sturm sieht man recht wenig und ich muss sagen, Nürnberg ist keine schlechte Mannschaft. Die liefern hier eine gute Vorstellung ab. Aber schnell weiter. Ah, schade. Nein. Ah, oh, Satz hast du so gut durchgebrochen. Wie der Alberto da gerade hingeflogen ist, Alter. Oh nein. Puh. Eigentlich unerlaubt, aber egal. Bisschen unerlaubt war das schon. Was die gemacht haben, die Nürnberger natürlich. Oh, Halbzeit. Ganz schwache ganz, Halbzeit. Ganz schlechte Halbzeit. Kläglich. War die Halbzeit gegen Leverkusen die erste noch so gut, war die heute umso schlechter. Umso schlechter. So können wir uns nicht präsentieren. So können wir uns einfach nicht präsentieren. Dann müssen wir was ändern jetzt in der zweiten Hälfte. Und wie ist deine Devise, wenn wir es ändern wollen? Ich weiß nicht, ob wir da mit Umstellung tatsächlich... Ah, der muss rein. Naja. Mit
immer noch der Heber, wahrscheinlich die beste Variante. Ob wir damit Umstellungen so viel erreichen, das heißt personell. Oh, das war aber ein Tor, das war natürlich bitter. Also da haben sie echt Glück gehabt, wenn man sich das jetzt nochmal anschaut. Aber der muss auch rein. Aber der müsste auch rein. Also ich sag mal, eine 1-0-Führung ist verdient, der andere hätte nicht unbedingt rein müssen. Da hätte auch mal einen schönen Fuß von unseren Abwehrspielern, der ging durch drei Abwehrspieler durch. Der war aber genau so ein Ding. Ah, kurzes Eck, schwer zu nehmen, kann man sich drüber streiten. Der war halt echt, da war die Abwehr zu spät. Der, kann mir nicht mehr angucken. Anderen Ergebnisse kurz. Frankfurt, Mainz, 1-1. Freiburg liegt... Frankfurt, ja, ich weiß. Wenn ich jetzt noch sagen würde, führt gegen... Dann hätten wir beide Worte. Warte, ich lach mal so, wie es Kümmel wollte. Ja, war das, nee, das waren Ernie, ne? Ernie und Bert. Ah, ja. So, Freiburg 0-1 gegen die Bayern. Die bleiben also oben an Dortmund dran. Bislang. Stuttgart führt 1-0 gegen Augsburg und Leverkusen führt 1-0 in Bremen. Bremen übrigens unser nächster Gegner, glaube ich. Ach, Bremen? Fahren wir nach Bremen? Oder kommen die zu uns? Die kommen zu uns, glaube ich. Stade Municipal. Vorhin da kommt rein, die faule Socke. Ist gar nicht mehr so faul. Schönes Tor. Mal. Schönes Tor gemacht gegen die Bayern. Tatsächlich, ja. In der echten Liga, ja. Ein Fernschuss, den Manuel Neuer durchaus hätte halten können, sagen wir mal. Na, los geht's. Beim ersten FC Mugambi noch keine Wechsel nach den ersten 45 Minuten. Liebe Sportsfreunde da draußen, noch keinen Wechsel. Boah, Alter, was war das? Was wollte er jetzt machen gerade, Alberto? Hürdenlauf oder wie? Ja, frage mich auch. Warum läuft er nicht einfach? Das ist doch, das geht mir eine Hürde zu weit. Es gibt einen Wechsel beim 1. FC Mugambi. Und ich guck mal, wer fit. Ja, genau, das kam mir nämlich so vor. Er war, das ist schon sehr, sehr überanstrengend, der gute Alberto. Wollen wir mal Tanko reinfletzen? Mhm. Oder vielleicht den Dennis Wert? Hyuga? Und Dennis Wert mal hier hin? Obwohl, Hyuga hat einen Formhoch, aber der muss auch mal gewechselt werden. Der ist auch nicht mehr so fit. So, mach mal so, komm. Ja, okay. Drei Spitzen. Wir müssen ein Tor schießen, sowieso. So, ne? Die Aufstellung finde ich sonst ganz okay. Mhm. Kann man belassen, so, oder? Bist du zufrieden mit? Bin ich einverstanden mit. Warte mal, vielleicht lassen wir da, wo Dennis Wert jetzt ist, Sarraza lieber hin. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Ja, obwohl unsere Stürmer kommen auch schon viel zum Abschluss. Ja, aber mit so einem Schuss, Weitschuss ist der, glaube ich, besser beraten. Deswegen, es kann ja gut funktionieren. Außerdem haben die noch gut Laufpower. So, 2-0 für Stuttgart gegen Augsburg übrigens im Moment. Der aktuelle Halbzeitstand. Alter, was war das zur Hölle? Oh nein! Was mache ich denn wieder, ey? Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, das spielen sie aber auch wieder. Also so richtig drin sind wir immer noch nicht, ne? Vor allem ich nicht. Ich nehme es auf meine Kappe, wenn wir hier verlieren sollten. Alter! Boah! Unglaublich, unglaublich. Den hat Gronkh. Das war eine Glanzparade. Das wäre eigentlich, das wäre das verdiente 2-0 gewesen. Muss man ganz klar sagen. Da haben die... Hat der FC Mugambi gepennt wieder? Hat der FC Mugambi gepennt? So, jetzt aber schön. Du hast ewig viel Platz. Ja, aber ewig. Ewig und drei Jahreszeiten, ne? Okay. Der kommt. Nein. Nein. Okay, nochmal. Frido steht da vorne auch, theoretisch. Natürlich nicht als Schütze. Aber als Anspielstation für Juga. Oh mein Gott, was für ein kümmerlicher Ball. Was ist das denn? Aber das war ein Freistoß. Das war ein Freistoß. Das gibt es eine gute Freistoßposition. Juga wurde da meiner Meinung nach weggefault. Das war, sonst hätte der niemals so einen Pass geschossen. Das war, da ging es nicht mit rechten Dingen zu. Wird so, auch noch mal die Auswechslung vorerst. Juga geht da auch nochmal raus. Alberto so ein Alter, ist eine super Position. So, willst du kurz spielen? Ich überlege, ne? Warte. Oder soll ich mal draufzimmern? Ne, warte, ich nehme einen guten Schützen und stelle mich hier hin. Ganz nach links. Jetzt. Steh links. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, versuch's. Spiel nach links. Schön. Oh. Oh, das war auch schön. Ja. Den muss er auch machen. Wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Mach mal flachen. Ich komme da hingerannt mit Alberto ist das und Hans Zappa ist das. Kenne ich das sofort, den guten. Ja, jetzt wird das geht schon, das geht schon. Nee. Oh, schade. Ich dachte, ich hätte sie gesehen, die Lücke. Die wichtigste Lücke überhaupt. Alter, nicht gut. Gar nicht gut. Zum Glück haben wir da noch ein paar Sekunden gewonnen. Aber die Situation ist noch nicht bereinigt und noch gefährlich. Die Klubber rammt zu. Da fällt jemand hin. Das war kein Foul von Fridolin Schlömpel. Der Schiedsrichter aus Norwegen drückt ein Auge zu. Oh, da ist er nicht schneller, der Dennis Wert. Da ist er nicht schneller, leider. Es war auch wieder lapidar gespielt vom SNF FC Mugambi. Keine gute Vorstellung, Alter. Die Mannschaft ist nicht so frisch wie sonst hier in Nürnberg. Wahrscheinlich, weil das Stadion plötzlich umbenannt wurde in Odromo-Stadion. Kennst du Dahlmeier Odromo eigentlich? Ja.
Trinke ich nicht, mag ich nicht. Ich auch nicht. Stimmt, du trinkst ja auch eigentlich kaum Kaffee, oder? Eigentlich gar nicht, nie. Ne? Das ist ein komisches Gesöff. Aber ich verstehe es, wenn es Leute mögen. Eben das Seine. Ist ja nichts Schlimmes. Was ist das? Ah, nein. Aber Dennis, wäre zu langsam. Pass war eigentlich ein Traum. Pass war ein Traum. Da gibt es gar nichts zu sagen. Da gibt es nichts zu meckern, nichts zu mosern. Nichts zu klamüsern. Ja? Wir brauchen doch bitte ein Tor. Was ist denn los? Ja, aber wirklich. Obwohl, ich muss sagen, bisher haben wir es nicht verdient einfach. Und mit solchen Pässen verdienen wir schon mal gar nicht. Bisher sind wir einfach unkonzentriert und schlecht. Ja. Und es liegt auch absolut an uns. So viele Fehlpässe, so viele Aktionen, die einfach dumm sind. Komm, Sicherheit, Sicherheit. Wir haben nur ein Tor zu machen, mindestens. Was natürlich selbstverständlich doof wäre. Sieg müsste ja hier, aber... Nein! Gerade im letzten Schussmoment. Nochmal, komm. Boah, was ist denn hier los? Alter, ganz ruhig. Schönes Ding! Jawoll! Endlich! Beats Meat! Sehr schön! Vielen Dank, Alter! Da freuen sie sich. Timbo, Beat. Huckemann, ja, souverän war der nicht. Auch nicht schön geschossen, aber drin. Nee, war eher schwach. Hätte auch haben können, aber okay. War es 1-1, 72. Und jetzt noch ein Türchen. Komm, eins muss noch. Wäre gar nicht mal so verdient gewesen, Tor, aber... Was ist denn da los? Wir kämpfen wie die Löwen dafür. Wir kämpfen wie die Löwen dafür. Das ist gefährlich! Boah, unglaublich gefährliche Situation hier. Starker Einsatz vom 1. FC Nürnberg. Da kann man nur den Hut ziehen. Da muss die Linie. So, direkt weiter gezimmert. Oh, Vorsicht. Oh, ganz schlechtes Ding. Boah, Pfosten, nochmal, nochmal. Schnell. Nein! Was ist das denn? Der war drüber geflogen. Der hat ihn gehalten. Alter, was war das denn? Spiel den kurz. Boah, das war krass. Das gibt's ja gar nicht. Den hat er heftig pariert. Komm, ich probiere nochmal lang, oder? Nee. Das ist mir zu irgendwie, weiß ich nicht. Ja, müssen wir nochmal raus. Müssen wir. Oh. Schön! Oh nein! Oh. Sarazar ballert das Ding drüber. 77. Boah, den hat er eben krass pariert. Boah, Wahnsinn. Da bin ich mir sicher, dass er am ein oder andere hat sich das gerade nochmal angeguckt in der Wiederholung. Das war der Wahnsinn einfach. Also da hängt mir noch der Schock in den Knochen gerade. Dass wir den auch nicht bekommen haben, ärgert mich natürlich. Pfostentreffer, Sarazar und dann diese Glanzparade. Alter, unglaublich. Ja. Beim Nachschuss. Wahnsinniges Teil. Ja. Kapitän muss gehen, habe ich das Gefühl. Vom 1. FC Nürnberg. Cohn kommt rein dafür. Oh. Schön. Und dann ganz ruhig gemacht, geklärt, abgeklärt. Und jetzt nochmal ein Angriff für den 1. FC Mugambi. Kann da noch was gehen? Beim Spaßverein hier vor allem. Der Verein, dem niemand irgendetwas zugetraut hätte. Oh, was ist jetzt los? Das ist ins Playstation-Menü gegangen. Alter. Oh nein. Das ist so eine Situation. Ich dachte, das wäre ein Superschuss oder so. Diese Taste, ich wollte sie mal ausprobieren. Ja, genau. Wie diese Zwillinge. Weißt du noch, bei diesem Super Nintendo-Fußball damals? Oh, schön. Könnte eine gute Situation sich ergeben draus. Nein! Ah, oh, das war zu lange gewartet. Ja, komm jetzt hier nochmal. Wie lange braucht der denn? Alter, das war peinlich. Ja, wieder zu viel reingetragen. Das war... Bitte? Bitte? Was ist das denn? Das gibt's ja gar nicht, Leute. Also bitte, jetzt mal ganz ehrlich, einen klaren Elfmeter habe ich noch nie gesehen. Jetzt hätte er da einfach umgekippt. Also das ist Schiebung, ne? Boah, Alter, jetzt aber... Boah, da ist wer im Liegen. Da ist jemand sehr schwer fertig. Alter, ist das spannend. Junge. Boah, warte, Junge, was machst du? Was ist vorhin? Sprich mit mir. Boah, Dennis Wert. Kann er schaffen. Oh, Tanko. Ibrahim. Baller, da war eine Hand im Spiel. Das war noch nicht. Das ist noch. Nein. Eins. Komm nochmal nach vorne. Kann da noch was gehen? Schnell nach vorne. Oh mein Gott. Warte. Bin da. Okay. Erstmal sicher. Hier wird er nicht abpfeifen, der Schiri.
Nein, was? Da wurde ich wieder gehalten. Das gibt Elfmeter! Elfmeter das gibt für den ersten FC Mugambe. Willst du schießen, oder? Pinola mit der gelben Karte. Ey, ich wollte gerade sagen, wenn er den wieder nicht pfeift, da wurde ich nämlich da wieder. Alter, interessantes Ding. Das gibt Elfmeter. Muss ich den schießen oder du? Wie spannend ist, weiß es nicht. Wie spannend ist das denn jetzt, oh bitte? Mann. Alter. Oh Mann. Wahnsinniges Ding. Wird mal gewechselt, warum auch immer. Du musst okay, schießen. Wer schießt? Warte mal, ich wechsle den Schützen. Mit R2. So, wen nehme ich da? Saraza. Der ist nicht besser am Elfmeter, oder? Probier's mal aus. Nimm 76 mal. Hat er einen Elfmeter. Ja, mach mal. Oh ja, der ist deutlich besser. Okay, ich versuch's. Das. Du kannst es schaffen. Oh, der war nicht so gut. Ja! Ja, 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 gegen Nürnberg. Und Saraza endlich wieder mit einem Tor. Oh mein Gott, ey. Alter Finne, ey. In der 90. den Elfmeter bekommen. Was für ein verladen. Krimi. Torwart verladen. Nein, der Elfmeter war verdammt schwach. Der war stark. Guck's dir an. Guck nach rechts. Ja, stimmt. Schiebt ihn ein. Ah, ich freue mich. Jetzt wollen wir keinen mehr reinkriegen, ey. Was sind wir ja bekannt. Wollt's bloß aufhalten. Hauen weg. Hallo. Hauen weg. Oh Mann. Ey. Ey. Nein. Oh Mann, das ist... Oh nein. Bitte. Bitte pfeif. Oh mein Gott. Alter. Boah. Oh, was wünscht das? Gegen den Letztplatzierten. Menschenskinder. Alter, war das krass. Das wow. War das krasseste FIFA 13 Spiel bisher. Boah, was, ich bin am Schwitzen hier, ey. Alter, Saraza. Boah. Und was für eine Chance noch zuletzt, Alter. Boah, bis zur 72. Minute sah es hier ganz finster aus. Und dann noch so ein glückliches Ende. Wir haben aber auch oft unglücklich noch Punkte und Federn gelassen. Von daher ist das boah, auch mal in Ordnung. Am Anfang habe ich sowas von schlecht gespielt. Ich nehme auch auf meine Kappe. Ja, wir waren einfach aber nicht drin, die ganze Nürnberg erste Hälfte. Nürnberg war einfach auch gut. Ja. Nürnberg hat nicht gut, schlecht gespielt. Jetzt nochmal zum Ende. Wow, echt. Alter, ey, was ich wieder finde hier, meine Fratzke. Ey, schön, dass ihr auch wieder dabei wart, Freunde. Schön, dass wir dieses Spitzenspiel aufgenommen haben. Also ich fand es grandios und richtig spannend heute. Was für ein Match hier gegen Nürnberg. Wo der Underdog doch richtig zum Top-Team wurde. Und ich muss sagen, der Sieg war nicht mal verdient. Da, der muss rein. Nürnberg hat Riesenchancen. Ja, Riesenchancen hat er. Wie allerdings auch mit dem Pfostenschuss und der Glanzparade. Da war was da, da war das was da. Das war ein super Spiel. Das war ein super Spiel. Das war ein Spitzenspiel. Natürlich eigentlich eher ein Unentschieden. Oh, Saraza Spiel des Tages. Wir haben mit 8,0. Das ist gut. So. Aber die eine Aktion werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Noch diese Glanzparade. Spielinfo auch hier. Obwohl da, na, wir waren schon ein bisschen überlegen. Also. So von der reinen Statistik her. Wenn man einen Blick auf die Statistik wirft, die nicht so viel aussagt. Hier die Spielenden. Frankfurt verliert 1-2 gegen Mainz. Die Bayern gewinnen 1-0 in Freiburg. Stuttgart gewinnt 3-0 gegen Augsburg. Und Leverkusen gewinnt 2-0 gegen Bremen. Das heißt, wir können da nicht wirklich Boden gut machen. Alle anderen haben auch gepunktet. Und Stuttgart müsste an uns vorbeiziehen wieder, weil ich glaube, die waren punktgleich, oder? Ja, das kann sein. Bin ich mir nicht sicher. Werden wir jetzt natürlich einen Blick auf die Tabelle werfen. Direkt als nächstes. Und der nächste Gegner heißt Werder Bremen. Rückblick brauchen wir nicht lesen. Da steht immer irgendwie dasselbe. So, Vereinsliga, Bundesliga, Ligatabelle. Und da werfen wir einen Blick. Siebter sind wir immer noch. Aber wir wagen mal zu behaupten, unseren Platz verteidigen zu können langsam. Ja, 3 Punkte schon vor Schalke jetzt mittlerweile. Ja, das ist gut. Also gegen Schalke haben wir getauscht. Ein 7. Platz ist doch schon eine ganz gute Positionierung. Immerhin jetzt mittlerweile 6 Siege, 5 Unentschieden, 3. Genau wie Stuttgart eigentlich. Das Einzige, was uns rettet, ist das Torverhältnis. Die haben heute halt 3-0 gewonnen. Die haben ein Tor mehr geschossen, gleich genau. Viele kassieren. Genau, und das war der Grund. Und ich meine, Hannover, Wolfsburg und selbst Bayern 04 sind nicht weit entfernt. Ja, die sind noch in Reichweite irgendwo, ja. Bei Bayern und bei Dortmund wird es schwer. Ja, nee. Da müsste schon ein Wunder passieren. Aber ja. Es kann passieren. Wir könnten auch noch Meister werden. Also es ist alles drin. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, wenn wir mit 3 Niederlagen, ist ein super Stand am Ende. Wenn wir jetzt jedes Spiel gewinnen würden, wäre es wahrscheinlich überhaupt kein Problem, sogar Meister zu werden. Glaube ich aber nicht nach der Vorstellung heute. Man muss Dortmund halt erstmal 3 verlieren. Die haben noch keins verloren. Ja, das ist echt krass. Das ist echt krass. Das ist eigentlich viel zu krass. Fast schon unrealistisch simuliert. Ja, gibt's. Gibt's. Soll es geben. Letzte Saison hat Dortmund vielleicht auch nur 4-5 Mal verloren höchstens. Ja, ich weiß. Ja. Also ich weiß nicht genau. Glaube ich. Ich auch nicht. Müller schon mit 10 Toren. Naja. Ach ja. Das sieht nicht gut aus da. Ah, die beiden Nordclubs kommen jetzt übrigens als nächstes.
Ich würde gerne mal auf die, das würde ich mir ja gerade reinstehen, Spielerstatistik. Da würde ich mal gerne gucken, wo wir da kommen. Also es dauert ja lange, ne? Können wir nicht auf unsere Mannschaft gehen? Saraza mit 3 Toren. Ist das der Torschützenkönig von uns? Das wäre ja lächerlich fast. Nee, Albertosson mit 4. Mhm. Der gute R. Guter hat es gemacht. Ah nee, guck mal da. Doch, ist ja wieder durch. Fängt ja wieder von vorne an. Ach, guck mal da. Albertosson, bester Torschütze in der Liga bislang. Von uns zumindest. Von uns, ja. Ja, nicht der Beste in der Liga. Torvorlagen, Saraza. Ja. Das 9. Super, liebe Sportsfreunde. War auf jeden Fall ein Spitzenspiel, muss man sagen. Ne? War wirklich gut. Hat Spaß gemacht. War Spaß gemacht. Schönes Ende. Schönes Ende für uns natürlich. Und es war spannend bis zum Ende. Das muss man ja auch mal sagen. Ich fand es auf jeden Fall richtig geil. Wie wird es ausgehen? Gegen Werder Bremen, Bundesliga, Platz 12. Wird interessant. Genau wie das Spiel dann gegen, ja, ich sag mal Hamburg. Ne? Hamburg. Mhm. Das wird auch nochmal richtig spannend. Wir wünschen euch noch einen super Tag. Bis dann. Bleibt am Ball. Ciao.